Guten Tag. Wir reden über Krebse. Das sind keine Schmetterlinge wie Zwillinge. Die fliegen nicht hier und da, sind nicht oberflächlich wie ein Zwilling. Das ist schon eine andere Gruppe von Menschen. Auf jeden Fall, Zwilling ist Einzelgänger und Schmetterling. Er will immer frei werden im Leben. Bindet er sich, aber trotzdem ist er immer frei. Aber das ist nicht so beim Krebs. Ein Krebs muss irgendwohin zugehören. Ob das Familie ist, Freundschaftsgruppe oder beruflicher Basis. Oft hören wir von Krebsen, ja, die gehen irgendwo in ein Fitnessstudio, da haben sie eine Gruppe. Die gehen kegeln oder die gehen Schach spielen oder die haben einen neuen Job und da ist Christian so lieb und toll und Kathi und Kathi hat mich heute nach Hause gefahren und Christian war so lieb zu mir, er wird mich morgen fahren. Also immer wollen sie irgendwo hin gehören und glorifizieren sie diese Gruppe, ob das Familie ist oder beruflich oder freundschaftlich. Die müssen irgendwo in einem Nest sein mit anderen Menschen. Findet der Krebs sowas nicht, verkriecht er sich in seinem Panzer, total inhaftiert, oft hören wir von diesem Krebs gar nichts, und ist voller Zukunftsängsten und voll von Schrecken von dem Unbekannten oder von dem, was auf ihn zukommen könnte. Sicherheit ist ein wichtiger Faktor für den Krebs und es geht wirklich um Sicherheit immer. Egal ob das Geld ist, wenn dir sowas passiert, was anderen Leuten manchmal passiert, dass die Strom nicht bezahlen können, oder Wasser nicht bezahlen können und da kommt der Mann und dreht alles zu. Dem Krebs wird das bestimmt nicht passieren, weil er hat immer irgendwo eine Sicherheit. Entweder in der Vergangenheit bei der Mutti oder Großmutter, die haben Geld, die werden mir auf jeden Fall etwas geben, wenn es soweit kommt. Also Krebs hat immer irgendwo eine Sicherheit. Geld auf jeden Fall, wenn du Geld brauchst, da kannst du den Krebs immer fragen, du kannst du mir 1000 Euro leihen. Ob er das gibt, das ist wieder eine andere Sache, denn wir wissen, wie das so mit dem Geld ist, aber wenn er viele Tausende in der Socke hat, gibt er dir bestimmt 1000 Euro. Es ist so, Krebse sind schon Manipulatoren der anderen Menschen. Ich habe oft schon erwähnt, dass Widder, Steinbock, Krebs und Waage sind schon mächtige Sternzeichen, die über andere Menschen Einfluss nehmen wollen und die andere Menschen sehr gerne manipulieren. Ich meine, Zwilling manipuliert auch die Menschen, aber er macht das auf eine sehr perfide, niederträchtige Art. Krebs macht das nicht so. Er wird die Leute schon manipulieren. Das ist auch kein Widder, kein Skorpion und kein Löwe, der sagt, du machst das so, wie ich dir jetzt gesagt habe, ja? Sonst. Also so nicht. Nein, 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 nein. Krebs hat sehr, sehr viel Gefühle. Man fühlt sich so gut aufgehoben bei dem Krebs und man denkt, er ist so lieb und so toll. Und Krebs hat so eine Art, die Menschen zu manipulieren, die, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ja, wie bei den Kindern. Nicht, also wie gesagt, diese Leute wie Skorpion und Widder und Löwe, die sagen zu dem Kind, du machst das jetzt so, wie ich gesagt habe, sonst. Das würde Krebs nie so machen. Krebs hat eine sehr sanfte, liebe,
versteckte Art, die Menschen zu manipulieren. Der Krebs wird, ich weiß nicht, aber als Beispiel, mit dir plötzlich an einem Freitag zu Ikea fahren. Komm, wir fahren zu Ikea und die fahren zusammen, Krebs und sonst jemand. Und diese andere Person kauft sich da Bettwäsche. Und dann fahren wir wieder zurück nach Hause und der Krebs wird zu dir sagen, das war doch toll, oder? Dass wir das gemacht haben, mein Schatz. Das war doch schön. Ja, aber es war mir zu nervig, dass so viele Leute, oh, das mache ich. Ja, aber Schatz, du wolltest doch immer Bettwäsche kaufen. So gesehen, ja. Aber nicht an diesem Freitag und nicht diesen weiten Weg verpackt Krebs das alles so schön. Oder Krebs ruft dich an am Sonntag und sagt, wollen wir Aperitif irgendwo trinken? Dann gehst du mit ihm und trinkst Aperitif. Ach, lokal war nichts und es hat dir auch nicht gefallen. Und dann, ja, du fährst da weiter nach Hause und trennst du dich von dem Krebs und sagst du, ja, naja, so toll war das nicht. Lokal hat mir gar nicht gefallen. Ja, aber was würdest du sonst machen am Sonntag? Würdest du da zu Hause sitzen und dich langweilen? Das war doch schön. Er verpackt das so schön plötzlich. Ich will das Wort perfide nicht sagen, aber er verpackt das so schön, dass du plötzlich, wenn du das schon drin bist, denkst, eigentlich war das meine Idee. Ich wollte doch immer Bettwäsche bei Ikea kaufen. Ich wollte doch immer am Sonntag einen schönen Tag haben, irgendwo in einer Bar und Aperitif trinken. Weil ich habe schon vor ein paar Wochen erzählt, ach, Sonntag ist so schrecklich. Immer zu Hause sitzen, spazieren gehen im Park, was ist das? Und dann verpackt das Krebs so schön und sagt, du wolltest doch Bettwäsche haben. Also, das war doch alles schön. Und deswegen diese Manipulation beim Krebs, aber nicht nur beim Krebs, bei anderen Leuten auch, also Waage habe ich schon erwähnt und Steinbock auf jeden Fall und Widder, die manipulieren die Menschen, nur Krebs macht das so schön verpackt in einer Goldhülle, dass du eigentlich nicht gemerkt hast, dass das von Krebs war. Du denkst, das war von dir. Aber für heute ist die Zeit um.